So, hi Leute, ich habe hier ein Netzteil mit TÜV und geprüfter Sicherheit. TÜV-GS. Mal gucken, ob man das noch näher erkennen kann. Kann man kaum lesen, aber es sind TÜV-GS-Zeichen drauf, ein ECE-Zeichen drauf, Minus, Plus, und es hat hier Input 100 bis 240 Volt. 50 bis 60 Hertz und Output 5 Volt 1 Ampere. Ich nehme dieses Netzteil für alles Mögliche, alles zum Basteln und so, habe daher zwei Drähte dran, plus durch einen Knoten markiert. Und die Spannung, die Leerlaufspannung ist 5,18 Volt, was okay ist, ist ein bisschen höher. Jetzt messe ich mal den Strom bei Kurzschluss. 10 Ampere Kurzschlussstrom. Der liegt bei 30 mA, ich schalte bei Kurzschluss ab. Das heißt, ich habe hier kaum Kurzschlussstrom. Okay, dann, wenn ich jetzt einen Akku laden tue, ich nehme hier mal einen Lithium-Akku, stecke das Plus hier auf Plus und das Minus auf Minus. Also das Plus vom Netzteil direkt auf Plus des Akkus, tue ich meinen Lithium-Akku laden und ich messe 1,8 Ampere. Was sehr viel ist. Das heißt, das Netzteil hat keinen Überstromschutz, aber einen Kurzschlussstrom. Okay, dann gucke ich mal an, was in dem Netzteil drin ist. Ich stecke es wieder aus. Warte ein wenig, dass die Akkus entladen werden. Ja, 0 Ampere. Kunststoffdeckel. Okay. Und das hier wäre die Netzteilplatine. Dann nehme ich die mal raus. Die Platine, ich versuche es. Die hängt hier an zwei Drähten. Die zwei Drähte sind hier mit dem Netzteilstecker verlötet. Der eine Pol, der geht hier hin und der andere vom Netz, ich glaube daneben drauf. Ja, dann ist hier noch ein gelbes Bauteil, wo ich noch nicht weiß, was es ist. Das ist vielleicht ein Kondensator. Auf jeden Fall, es geht hier drauf und hier. Ja, das eine geht direkt an den Gleichrichter und das andere geht hier über einen Widerstand weiter zum Gleichrichter. Und es ist noch ein Kondensator oder sowas parallel geschaltet. Ja, oder ein Überspannungsschutz. Ich vermute, das Gelbe ist ein Überspannungsschutz. Und der Widerstand hier ist wie beim anderen Netzteil auch in Schrumpfschlauch eingegossen. Der Widerstand wird durchbrennen, falls der Gleichrichter den Kurzschluss macht. Danach geht es weiter nach dem Gleichrichter auf den ersten Öko. Also erst Widerstand, dann Gleichrichter, dann erster Öko. Dann geht es über eine Induktivität zum zweiten Öko. Und da ist ein Widerstand parallel hier, der auch mit hier fast eingegossen ist, den man kaum sieht, der den Öko wieder entlädt. Oder? Warte, mal gucken. Oder ist der nicht parallel? Mal gucken. Nee, ich glaube, der geht zum Schalttransistor, der Widerstand. Auf jeden Fall ist der Öko wieder entladen, nachdem es Netzteil aus ist. Das sind SMD-Widerstand. Dann das Netzteil, das hat hier ein Netzteil IC nur. Also eine Diode und hier noch eine Diode, genau zwei Dioden. Das hat auch einen Kondensator hier von Primär auf Sekundär, den blauen. Mal gucken, was da drauf steht, ob man es erkennen kann. Ich habe hier, kann man kaum erkennen, 1101. Und wie viel Spannung? 400 Volt, 101 K. Gut, das ist andere mit 1 Kilovolt, da wird der Kondensator sogar größer. Jo. Der Abstand hier von Primärseite auf Sekundärseite ist aber echt riesig, muss ich sagen. Aber da dieses Netzteil auch einen Kondensator von Primär auf Sekundär hat,
Ja. Dann hier haben wir noch einen Alkohol und noch einen Alkohol auf ausgangsseitig und sogar eine Induktivität hier. Die Ausgangshebung von dem Netzteil ist wohl sehr gut. Die Trafo ist auch groß. Die ist mit Klebeband hier nochmal umwickelt. Zusätzlich. Mal gucken, was da drauf steht. OEM, nur eine Nummer. GP. Ja, schönes Netzteil. Das ist, denke ich, der Hauptgleichrichter. Hauptgleichrichterdiode. Eine Spule, ein Kondensator, noch ein Kondensator. Ja, und das Netzteil ist mit einem EC ausgestattet. Mal gucken, ob man davon was lesen kann. Nicht so wirklich. 386 SDC 605 oder so, glaube ich. Dann die Alkos. Der eine Alko hier, der hat, ich glaube, 4,7 μF, 4U7, und die andere hat 400 Volt, ist etwas größer, die hat, ich glaube, 6,8 μF. Ja. Ja, genau. Also das wäre jetzt ein Netzteil mit TÜV GS, also geprüfte Sicherheit. Ja, es schaltet bei Kurzschluss so gut wie ab. Bringt etwas über 5 Volt. Hier haben wir noch einen Optokoppler. Ist auch oft in Netzteilen verbaut. Ja, okay.